Hallo Leute und willkommen bei meinem neuen Video. Heute möchte ich euch kurz vorstellen, was mein momentaner Lieblingssmoothie ist und was ich da so reintue. Ja, der besteht hauptsächlich aus Ananas, dann ein paar Orangen, Mango, meistens tue ich da eine von rein, ein paar Bananen und meistens dann noch eine oder vielleicht zwei Maracujas. Die Avocados liegen jetzt einfach nur so rum, die kommen da nicht rein. Fett ist schon genug da drin. Ja, aber wie das bei allem ist, kommt es auf das richtige Verhältnis, Mengenverhältnis an. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Ich habe jetzt schon mal die Ananas und die Mango geschnitten. Ich habe mich jetzt für zwei Ananas entschieden, weil die eine ein bisschen klein war. Und die habe ich schon mal in den Mixbehälter reingetan. Ansonsten habe ich die Orangen schon mal ausgepresst und hier liegen die Bananen. Da gucken wir gleich mal, wie viel wir da reintun fangen. Und ich habe mich jetzt noch entschieden, zwei Maracujas reinzutun. Ach ja, und ich hatte mich entschieden, einen Grünsmoothie daraus zu machen. Ich hatte jetzt kein frisches Grün mehr hier. Ich habe jetzt in Rohkostqualität getrocknetes Weizengraspulver und Moringa genommen. Ja, ich hatte einfach Appetit jetzt. Doch auf den Grünsmoothie. Das kommt ja jetzt auch noch mit rein. Und ansonsten habe ich hier noch ein bisschen gereinigtes Wasser. Dann füllen wir gleich den Rest auf, wenn wir zu wenig Flüssigkeit haben. Ja, kippen wir das einfach mal alles rein. Was wir hier so haben. Also an Pulver habe ich jetzt, es waren 4 Teelöffel. Weizengraspulver und auch 4 Löffel Moringa-Pulver mit reingetan. So, schütteln wir mal ein bisschen, tun wir den O-Saft da rein. Habe die Befürchtung, jetzt passen gar nicht mehr so viele Bananen rein, aber das ist auch nicht so schlimm. So. Kommen noch die Maracuja, beziehungsweise zwei. Das gibt dem Ganzen noch so einen exotischen Taste. So. Ich mag den Geruch von den Maracujas total. Beziehungsweise Passionsfrüchten. So, jetzt haben wir es gleich. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Bananen wir da noch reinkriegen. Sieht doch schon mal ganz grün aus, ne? Ich schätze mal, 4 bis 5 kriegen wir da rein. Bisschen nachdrücken. Ne? Die ist schon sehr gut reif. Riecht auch schon schön. Gut. Ah, vielleicht kriege ich sogar noch eine fünfte rein. So. Ja, lassen wir das mal so. Ich wasche mal kurz meine Hände. So, dann füllen wir den Rest mal mit ein bisschen Wasser auf.
Mixbehälter fast überquillt. Supi. Dann kannst du losgehen. Ich mix mal so lange, dass es recht smoothy ist. Also schön gut flüssig. Andere mögen vielleicht mehr Stückchen da drin. Das ist Geschmackssache. Hm? Also, dann starten wir mal. Gut durch sein. Das riecht auch herrlich. Kann ich jedem nur mal empfehlen, wer diese Kombination noch nicht ausprobiert hat. So, jetzt hoffe ich, dass mir das nicht überquillt hier. Ah, perfekt. Boah, das schmeckt geil. Schön dickflüssig, aber nicht zu dick. Einfach nur zum Reinlegen. Also, wenn ihr das noch nicht probiert habt, dann hört das nur empfehlen. Probiert das mal aus. Ja, das war meine Lieblingsmusik. Hier werde ich gleich noch weiter trinken oder den ganzen Tag über. Mal schauen, was ist euer Lieblingsmuseum? Hm? Ihr habt andere Rezepte? Schreibt die doch mal in die Kommentare rein, das würde mich interessieren, was so euer Lieblingsmuseum ist. Schreibt einfach mal rein, was ihr so denkt. Ich würde mich über jeden Kommentar freuen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ist ja wieder so ein geiles Wetter draußen. Das werde ich jetzt gleich erstmal ausnutzen und nur eine Runde rausgehen in den Wald. Die Natur ein bisschen mir gönnen. Macht's gut!